Ganz aktuell habe ich noch was aus dem Nachtdorf. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber wir sehen hier den Alex360 und wir gucken uns mal sein Nachtdorf an. Ist ja einer meiner Chars. Also mir ist das aufgefallen und ich glaube, das ist auch bestätigt. Also wir gucken uns mal die Bilderbase an vom Alex. Ich habe nämlich links oben, hier seht ihr das, die Bomben. Und ihr seht ja die Mine, was sie für einen Umkreis eigentlich hat hier. Die große Mine hat einen etwas kleineren Radius und ich habe hier noch eine, also drei Stück in Summe. Und jetzt guckt euch mal den Angriff auf den Alex an. Das ist ja Alex gegen Lilie. Und wir gucken uns mal, wie der Gegner angegriffen hat oder der Gegner gegen Alex angegriffen hat. So, er setzt nämlich hier hinten in der Ecke alle seine Hexen. Jetzt guck mal, was passiert. Nicht eine einzige Hexe. Und da vor allen Dingen die, die er jetzt setzt. Nicht eine einzige Hexe löst hier eine Bombe aus. Das ist doch ein Bug, oder? Also irgendwie keine einzige Hexe löst da drei, also eine von den drei Bomben aus. Und das ist irgendwo buggy. Ich weiß nur gar nicht, wie man das melden kann bei Supercell. Denn das scheint ja irgendwo ein Fehler zu sein. Aber ich habe es jetzt im Video. Vielleicht schicke ich Supercell einfach mal das Video. Und dann sieht man das zumindest, dass hier nicht eine einzige Bombe ausgelöst ist. Ja, Alex ist hier dann leider von dem 7er hier komplett abgeranzt worden. Ne, war, glaube ich, doch, es war ein 6er oder ein 7er. Aber ihr seht das hier mit Max-Truppen. Und naja, ich wollte es nicht, dass es vergessen wird. Deswegen habe ich das einfach auch mit aufgenommen. Und dann machen wir mal mit unserem Turn weiter. Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Agatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ein Türchen noch und das Türchen will ich euch so ein bisschen noch mit dem letzten Clankrieg vor Weihnachten hier versüßen, also so ein paar Angriffe. Letztendlich will ich euch natürlich nur ein frohes Fest wünschen und wir gehen trotzdem ganz aktuell einmal in den Clankrieg rein und oh hurra, ich habe gleich einen Live-Angriff vom Unkreativ hier drin. Ja, gucken wir mal, wie er sich hier so schlägt, denn einen hat er schon verbockt, also ganz, ganz knapp. Ich glaube, es waren 99, oh, entschuldigt bitte. So, 99% und er entschließt sich auch hier gegen die gerade so Rathaus 9er Base einen Drachenangriff zu machen. Gucken wir mal, ob ihm das ganz gut gelingt. Ja, ich hoffe, die letzten Tage auch rund um die Clanspiele haben euch gut gefallen und ihr kommt so ein bisschen runter jetzt. Das heißt also, ich denke, ich glaube, jetzt haben auch so ziemlich alle Schulen haben jetzt Ferien. Viele haben schon, denke ich mal, ihren verdienten Weihnachtsurlaub. Und ihr seid gut eingestimmt fürs Fest. Bei uns wurde es doch noch hektisch, komischerweise. Eigentlich haben wir gesagt, wir machen dies ja ganz piano. Der Ablauf wird auch diesmal ein bisschen anders sein. Also weg von den Traditionen mit diesen jährlichen Abendessen und dann Bescherung und so. Wir machen das diesmal ganz, ganz anders. Wir essen nämlich mittags unser, ich nenne es mal Abendbrot. Also wir essen mittags richtig gut. Lassen es uns da richtig gut gehen. Und begehen dann den Nachmittag woanders und kommen dann abends erst wieder nach Hause, aber müssen dann nicht nochmal fett essen, irgendwo auftischen und. Ihr wisst das selber, wer Kinder hat, die sind ja total ungeduldig und dann haben wir diesmal einen etwas anderen Ablauf gewählt. Ich glaube, das ist auch ganz gut so, denn das kommt auch uns Erwachsenen so ein bisschen zugute, denn wir können ganz locker nochmal in den letzten Morgen reingehen. Also so jetzt am 24. können ganz piano schön auspennen, frühstücken. Dann bereiten wir alle Mittagessen schön vor, essen was. Und dann kann der schöne weihnachtliche Nachmittag, also ich liebe das eigentlich, Heiligabend nachmittags, war für mich auch früher eins der oder war einer der schönsten Tage mit den schönen weihnachtlichen Fernsehsendungen, wo man einfach nur abfläzt und die Omas und Mütter haben in der Küche rumgewirbelt und also ich habe das immer gern gemocht, muss ich sagen. Heutzutage ist das eher stressig, denn ich hab ja zu dem Zeit keine Kinder gehabt, sondern ich war ja Kind meiner Eltern und heute empfinde ich das doch etwas anders, aber es ist natürlich trotzdem eine schöne Zeit. Auch ich gucke immer gerne alte Filme, alte Serien. Man erinnert sich dann und kann richtig schön abchillen. So wie der Unkreativ hier mit den 100% auf die Nummer 18 hier vom Clan Scharnhorst. Also ich grüße nach drüben. Der Clan Scharnhorst ist hier
ist hier aktuell unser Gegner. Ist ein Gegner aus Deutschland. Ich glaube, Scharnhorst, das liegt ja bei Dortmund, soweit ich das jetzt auch mitgekriegt habe. Wir haben die Kollegen auch nett begrüßt. Sie haben auch zurückgegrüßt. Also Fairplay stimmt schon mal wieder und freut mich natürlich, dass das dann, denke ich mal, wieder ein ganz enges Kopf-an-Kopf-Rennen hier wird. Wollen wir mal gucken. Wir haben so ein bisschen zu viele Neuner, hätte ich fast gesagt. So ein, zwei Zehner sind drüben mehr, wenn es auch keine echten Zehner sind. Aber trotzdem, wisst ihr selber, haben wir oft genug gesehen in diesem Jahr, sind schwierige Brocken. Und ich muss mal eben schauen, was die Black Beauty hier eigentlich geritten hat, hier 96% zu holen. Da muss ja irgendwas gewesen sein. Entweder war es die Zeit. Ah, der Feger ist natürlich ein bisschen doof da an der Stelle. Der pustet immer wieder schön die Truppen so ein bisschen so leicht aus den Feldern raus. Und dann kommen die nicht so richtig zur Luftabwehr, zum gegnerischen Drachen. Jetzt geht's aber. Aber dennoch hat die Base natürlich nach wie vor Verteidigung. Und der Drache, oh, der ist C. Oh, der Drache ist C. Der Feger immer noch nicht down. Eieiei, das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. King hat sie schon gesetzt, okay. Jetzt gucken wir mal. Jetzt kann eigentlich nur noch in der Mitte der Feger immer den Drachen, oder beide Drachen, jetzt sind ja zwei Drachen, noch so ein bisschen wegpusten. Ist nach wie vor nervig. Ich meine, der pustet jetzt die Drachen ja nicht in irgendeine Range einer Luftabwehr oder eines Bogenschützenturms. Und selbst jetzt glaube ich, fängt gleich erst der Magierturm wieder an zu schießen. Ich mache das mal ein bisschen schneller. Dann kriegen wir vielleicht doch noch den einen oder anderen AG hier mit rein. So, woran hat es eigentlich gelegen hier? Frage ich mich. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Hier kommen wir also wieder mal ganz unverblümt hier rein. Keiner weiß Bescheid, aber ich wollte unbedingt noch eine Folge Clankrieg, also mein, nach wie vor mein Channel-Motto, hier mit euch aufnehmen und am einen Tag vor Heiligabend nochmal so ein bisschen zeigen. Also wer ja Lust hat, ich habe das ja jetzt mehrmals in dieser Woche gesagt, ich werde es vielleicht auch noch schaffen anzukündigen, aber ich denke mal, mache ich gar nicht. Wir werden natürlich auch einen schönen Weihnachtsstream hoffentlich noch haben. Ah, okay. Weihnachtsstream noch haben und es war ein wenig die Zeit. Alles klar. Hier war es die Zeit und danach hat es aber dann trotzdem noch, das war ja zu unkreativ mit seinen 99%, 100%. Ah, vorher war da die Wiki drauf. Okay, die Beauty war da vorher drauf mit 99%. Also schöner Hogrider-Angriff. Können wir uns hier angucken. Maxed out RH8 Base. Und Black Beauty ist allerdings auch mittlerweile Maxed out RH8. Also viel geht da auch nicht mehr zu. Rathaus 9 hin, denke ich mal, auch in ihrer Base. Truppenmäßig sieht es da richtig krass schon aus. Ich weiß, dass hier einige Leute richtig gut vorankommen. Aber verständlich mit 5 Bauarbeitern ist Clash of Clans so bis Rathaus 8, 9 nach wie vor richtig schnell durchzuspielen. Da kann man sich auch ruhig die Zeit lassen. Also man muss hier nicht scammen oder boosten oder irgendwas vorbauen mit Gems. Die Zeit kann man sich einfach lassen. Denn 8, 9, das habt ihr auch die Tage nochmal gehört, sind auch für mich die liebsten Rathäuser gewesen. Da kann man so unheimlich viel reißen in jeglicher Hinsicht. Also als Achter natürlich nach 8 und nach 7 runter und auch nach 9 hoch. Also da hast du richtig viele Optionen offen. 9 natürlich nicht mehr unbedingt mit einem 3-Sterner, sondern eher dann mit stabilen 2. Oder aber, so wie wir es eben gesehen haben, mit einem Drachenangriff auch mal auf so einem frischen 9er. Aber hier, die Hogs, das sind eigentlich sind es ja noch richtig, richtig viele Hogrider hier. Hat so gut gesetzt. Und kleinere Bömmchen da, aber da, richtig viele Fallen. Okay, jetzt kommen noch so kleine Nervskelette dazu. Hat es aber noch einen zweiten Gift für. Super, super aufbewahrt. Schaffe ich nie. Ich schaffe es nie, mir den zweiten Gift mal für die entweder Luftfallen oder für die Skelette aufzuwahren. Aber hier viel, viel besser gemacht. Und woran hat es denn hier eigentlich jetzt gelegen? Woran hat das gelegen? Da bin ich ja echt mal gespannt, weil das Cleanup hier mit den vielen Hogridern ist schon richtig krass. Hier unten haben wir noch da in der Ecke. Da in der Ecke eine Bauhütte und wir haben auch hier oben in der Ecke eine Bauhütte, also eigentlich auch kein Thema. Vor allen Dingen für die Masse an Hoxie, die prügeln die Lager ja sowas von schnell runter. Jetzt gucke ich mal, woran hat das hier gelegen? Black Beauty. So. Och nö. Nee. 3, 2, 1. 20 Fuß. Schade. Ah, wie knapp. Oh, Popi auf die 17. Okay, nicht, dass ich eben gesagt habe, ich mache die 17. Nein,
Warum auch? Absprachen. Wofür? Ich wollte doch die 17 machen. Tippe ich auch mal gerade. Hey, ich wollte doch die 17 machen. Ich wollte 17. Tolle Wurst. Naja, okay. Gucken wir uns hier die 17 an. Hier Live-Angriff vom Popi auf die Nummer 17. Mal sehen. Ich hätte jetzt fast hämisch gesagt, vielleicht habe ich ja Glück und es wird nur ein 2-Stern. Aber nein, ich möchte natürlich, dass das ein 3-Stern hier wird. Und aber nach wie vor, ja, Absprachen mal im Chat lesen. Wer hat vielleicht eine reservierte Nummer oder vielleicht einfach mal vorher fragen. Einfach mal vorher fragen im Chat. Ich würde die 17 machen oder hat die schon jemand anders im Plan? Fragezeichen. Dann kriegt man bestimmt, ja, ich glaube, Toto wollte die mit dem 9er machen. Oder ja, die wollte eigentlich der und der machen. Dann kann man ja darüber reden. Aber einfach so, finde ich nicht gut hier. Mal gucken, wie weit sich die Truppen hier durchbeißen. Und dann nehme ich mir einfach gleich eine andere Nummer. Die ist zwar ein bisschen unbequemer, aber ich nehme sie dann einfach. Nicht, weil ich dann bockig bin, weil die Armee passt trotzdem, die ich gebaut habe. Also von daher ist das nicht ganz so tragisch. Denn auf die Base hier ohne X-Bögen werden das unter Umständen in der Minute 17, na, wir gehen mal hier ins Spielgetummel rein, 3 Sterne und, ja, na und? Na und reserviert, da schreibt einer, stand da vor 37 Minuten, ja sicher, aber letztendlich, baue ich ja auch Truppen und, aber ich dachte, wenn ich schon mal ansage, ich mache die 17, dann kommt nicht einfach einer und macht die. Naja, er hat sie mit 3 Sternen gemacht. Dann nehme ich einfach einen höher. Nehmen wir uns die 16, so ohne Ansage. Ich gucke mal, wie ich reinkommen kann. Jo, ich würde sagen, ich attack die mal, switche jetzt ganz hart aufs Tablet. Ihr kennt das von mir, wie ich das immer mache. Indem ich einfach den AFA jetzt, nee, nicht den AFA hier ausmache, sondern den Toto einfach ausmache. Jetzt bin ich hier auf dem Tablet und dann schnappe ich mir jetzt einfach die 16. So, da könnt ihr mich jetzt mal. Den habe ich mir natürlich vorher angeguckt. Ich greife gerne gegen meinen Bruder an, würde Alex jetzt sagen. Basti der Große. Das ist ja Donnerbengel. Und gucken wir mal, wie wir uns hier durchschlagen können. Recht knackige Base. Mal sehen, ob ich 2 Lars und Clanburg plus Queen hier schaffe. Wie auch immer. Ich habe so ein bisschen Cleanup dabei, wenn auch nicht viel. Ich wollte nur die Ecken nicht vergessen hier, nämlich diese Lager hier. So, und dann nehmen wir uns wie gewollt, also ein Golem. Der eine Golem geht natürlich auf den Minenwerfer, der andere Golem geht jetzt hoffentlich, ja, der geht, ah, oh schön, da steht ein Tesla, das ist super. So, da hat es mal gerade so da ein bisschen Stress gegeben, aber meine Mauerbrecher gehen da in jedem Fall super durch. Jetzt muss ich hier schon mal Gift schmeißen und vielleicht noch meine Truppen jetzt mal so ein bisschen in Rage bringen hier. So, den King auch noch mit dazu gesetzt, die Queen hier mit reingesetzt. Ja, manchmal, jetzt muss natürlich schon mal so ein bisschen Clanburg hier sterben. Das wäre ganz gut. Und was natürlich jetzt auch weggehen müsste, ah, da haben wir schon die Luftabwehr. Okay, dann kann ich sicherlich von hier und von da schon mal mit meinen Hunden reingehen. Die bringe ich jetzt mal so ein bisschen hier in Wallung. So, der Feger da hinten ist ja sowieso schon weg. Das heißt, jetzt muss ich das Ding schon mal zünden hier. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr so viel Cleanup. Und ja, schauen wir mal, wie meine Loons jetzt hier so ganz behende fliegen. Ich habe da hinten noch einen Lava-Hund, der wird zwar jetzt ein bisschen weggepustet, geht aber noch X-Bogen. Komm, mach den Feger da weg, jawohl. Und jetzt machst du bitte auch noch den Minenwerfer weg. Ja, das klappt auch noch. Ah, das wird eine ganz enge Kiste. Eieieiei. Okay, die teilen sich jetzt leider noch. Und meine Queen ist aber noch dabei. Ich habe noch die Bola. Oh, das wird eine ganz enge Kiste. Eieiei. Mal gucken. Mal sehen. Meine Queen geht darum. Ich habe aber kein Klima mehr für das hier. Und 1 Minute 20 für so viel, was hier noch offen ist. Das ist ein bisschen viel, glaube ich. Ah, müssen wir mal gucken. Ich lasse einfach mal laufen jetzt. Und ich denke, wird ein bisschen eng. 2 Sterne haben wir, aber das ist viel zu wenig. Ich meine, die Base war jetzt maxed out hier und ich glaube, die Taktik ist in Ordnung. Meine Loons sind jetzt ein bisschen doof geflogen. Ich habe oben vielleicht die Loons ein bisschen blöde gesetzt, weil ich natürlich jetzt gewusst habe, da kommt irgendwo so ein Eckentesla raus, der einem das Leben schwer macht. Aber gucken wir mal, hier hinten haben wir nichts mehr und hier haben wir nur noch Queen und so ein paar Bogenschützinnen und haben eigentlich noch ein bisschen zu viel Def, vor allen Dingen hier der tiefstehende
Bogenschützenturm wird uns, spätestens der wird uns das gar ausmachen. Ist einfach so. Zeitmäßig kriegen wir sowieso nicht hin. Naja, was willst du machen? Ist nicht ganz so tragisch. Springe ich gleich nochmal zu den anderen AGs rein und dann gucken wir mal. So. Meine Queen, ja, das wird einfach nichts. Das ist zu viel. Der 4-0. Ist egal. Okay, so. Dann haben wir da leider auch nur zwei geholt. Mal gucken, ob ich noch mit dem Neuner hier überhaupt was machen kann. Also die sind mir hier schon ein bisschen zu schwer vom Puffy und Ibbel. Denn das sind RH10-Bases hier mit, ja, es sind eigentlich 9,5, aber trotzdem sind die ein bisschen knackiger. Helden sind etwas stärker als ich. Und der Rest ist hier allerdings RH9-Base. Vielleicht geht da ja noch was. Muss mal gucken. Vielleicht geht da noch was. Es kann sein, dass ich mich da zu einer Hogrider-Armee überreden lasse. Der Ibbel hier ist, glaube ich, schon ein Rathaus 10, oder ist er, ja doch, der hat schon Infernus. Ich meine, mittlerweile habe ich auch da als RH9 keinen Skrupel mehr vor. Und dann schauen wir mal, springe ich mal kurz einmal wieder zurück und baue mal so ganz für mich im stillen Kämmerlein. So, da sind wir wieder auf dem Account hier. Und den haben wir ja leider eben gesehen. Tolle Wurst. Naja, was willst du machen? Ist nicht so tragisch. Gucken wir uns den Hockey hier noch an. Letztendlich wollte ich mich ja noch einfach nur... Ah ne, wir haben was live. Ist das bei uns? Sonst steige ich nochmal bei Hocker rein. Oh ja, es ist live von Gara. Ich nehme erstmal den Live-Angriff mit rein immer. Das ist mir etwas lieber an der Stelle. Und dann gucken wir uns erstmal den Gara an. Ich bin ja sowieso noch am Tab hier. Da habe ich noch so ein paar Truppis gebaut. Und ich glaube, ich nehme trotzdem ein Gohok als zweites. Halt, da war es ein bisschen zu viel. 1, 2, 3. So, jetzt gucken wir den Gara erstmal wieder zu. Okay, Klamuk wird gegiftet. Ist also gelockt worden. Und hinten hat er, was hat er denn da hinten? Ah, da hinten hat er den Golem, um den Funnel weiterzuschlagen. Jawohl. Hat auch schön das Feuer auf sich gezogen mit dem Golem. Das sieht eigentlich noch ganz entspannt aus. In der Mitte jetzt so ein paar Bowler. Okay, Kill Squad oder Mittel Kill Squad. Denn richtiges Kill Squad oder End Squad sind seine Schweinereiter hier. Oh, das nenne ich mal sportlich. Mal gucken, ob die das hier mit drei Heilzaubern noch gerissen kriegen. Die Queen ist jetzt erstmal aus dem Fokus des Infernos. Das ist schon mal ganz gut. Warden kann aber noch zünden. Und mal sehen, wann er das macht, denn die Queen kriegt schon mal, aber sie wird geheilt. Okay, Queen wird geheilt. Jetzt kommen hier von der anderen Seite die Hogs rein. Okay, wie viel Superbomben warten da oder Giant Bombs? Zwei Stück waren es, glaube ich. Oh, und die haben auch alle Hogs dahin gerafft. Alter Falter. Mit dem mit dem Tesla, mit dem Flächenschaden von dem Magerturm und einem Bombenturm hat es alle Hogs da hinten hingerissen in den beiden Bomben. Das ist natürlich krass. Jetzt hat er Warden schon gezündet und Rathaus kriegt jetzt leider niemand mehr, also bleibt das hier erstmal einsternig. Okay, Gara, also volles Risiko hier mit den Hogs, aber man hat gesehen, man kann die eigentlich echt bedenkenlos mit Heilzaubern natürlich jetzt gegen die Inferno schicken, gar keine Frage. Deswegen glaube ich, dass genau solche Truppen, die vorher eigentlich nur im Heil überlebt haben, ohne Inferno, also meiner Hogrider, jetzt mittlerweile wieder ich will nicht sagen erste Wahl sind, aber sie stehen wieder zur Wahl. Sie stehen wieder zur Wahl, so will ich das mal beschreiben. Und ich denke mal, das bleibt ja eh bei einem Stern hier. Dann gucken wir uns doch den Angriff von Hockey hier noch an, auf die Nummer 10. Ich glaube, weiter oben haben wir noch nichts gemacht. Sehen wir dann morgen Abend, sicherlich im Stream, werde ich euch noch einiges zeigen aus den CKs, die hier in den vergangenen Tagen gelaufen sind. Und hier hat er bestimmt nicht mit gerechnet, dass hier so ein dusseliger Hund rauskommt, der erstmal nur Queen-nervig ist. So, Queenwalk hier oben. Hier oben geht er los. Aber die Entscheidung war, glaube ich, schon mal die richtige an der Stelle, hier einen Queenwalk zu nehmen. Denn so kriegst du natürlich das Hündchen am einfachsten kaputt. Schon mal in Wut, damit nicht so die Zeit wegläuft. Es sind echt viele Welpen. Muss man mal so sagen. Ah, die Queen geht gut runter. Ne, das ist der Warden, der da so stark runtergeht. Ach, hey, je, ne. Okay, jetzt müssen die Heiler eigentlich umschwenken auf den Warden. Ah, ne, Warden ist wieder voll. Super, jetzt geht's wieder auf die Queen zur Heilung. Jawohl, das hat glücklicherweise schon mal hingehauen.
Und mal sehen, wie er jetzt hier weiter reinkommt in die Base. Also ich wollte auf jeden Fall mit einem Clankrieg hier die Weihnachtstage einläuten. Nicht abläuten, einläuten. Und also nochmal einen schönen Abschluss finden. Ich bin ja im Moment in einigen Projekten unterwegs, in einigen anderen Clans unterwegs. Das habt ihr auch mal hier und mal da gesehen. Dann haben wir die Events und. Also es gibt hier ohne Ende, was ich euch ja mitteilen kann. Aber Clankriege sind mir natürlich am liebsten. Ich sehe am liebsten nach wie vor richtig knackige Clankriegsspiele hier. Und wenn sie dann immer so spannend enden und so eng enden, auch wie bei uns, auch in dem letzten Krieg, wo wir ja 37 verloren haben, dann ist das hier natürlich ultra, ultra spannend und ultra super auch für mich, dass ich das dann auch immer wieder reinkriege hier. Okay, hier hat er jetzt zwar den Inferno, aber das ist das ist ein Single. Ja, viele haben jetzt schon auf Single umgestellt. Habe ich auch in einigen Foren gelesen. Single ist glaube ich, vermutlich im Moment die bessere Wahl. Denn gerade so ein Queen Walk, das schaffst du nicht. Also das schafft man nicht, wenn der voll aufgeladen ist und du hast 4 Heiler auf einer 45er Queen und die schafft den noch nicht down oder sie ist voll im Beschuss und beschießt zu dem Zeitpunkt noch was anderes, dann ist sie natürlich hin, weil das heilt kein Heiler dieser Clash of Clans Welt gegen, muss man einfach mal so sagen. Haben wir gerade am Warden gesehen, der hat zwar sowieso wenig Healpoints, aber auch eine Queen, da geht dann nichts. Ich muss mal, ich weiß gar nicht, so ein Dreier Inferno hier, was der an maximal DPS dann macht, und eine Queen hat ja auch nicht so super viel DPS, aber schön gemacht hier. 2 Sterne vom Hocker, er hat sich sicherlich etwas mehr erhofft und ich glaube, das war's auch. Da haben wir jetzt so ziemlich alle Kämpfe hier reingekriegt, Unkreativ Beauty. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch mal wieder trotzdem gefallen. Ich wollte das einfach ein bisschen nett beenden hier. Also ein Türchen haben wir noch, oder wir alle zusammen haben noch ein Türchen zu öffnen. Ich wünsche allen Clashern schon mal, die ich heute Abend nicht mehr sehe, kann ja sein, dass der eine oder andere heute Abend schon was ganz anderes vorhat, die ich nicht mehr sehe, ein wirklich frohes Fest, also frohe Weihnachten von meiner Seite, für euch, für eure Familien, für eure Freunde, für eure Freundin, für eure Tiere, für eure Mundgerüche, für eure Fußpilze und weiß der Geier. Die letzten waren natürlich so ein bisschen Witz aus meinen Streams. Das sind so Anekdoten, die haben sich da einfach so ereignet. Also das dürft ihr mir nicht so krumm nehmen. Ich wünsche allen wirklich frohe Weihnachten und wir sehen uns auf jeden Fall nach Weihnachten wieder. Bis dahin, euer Toto. Flasht.